Mr. Elf, sag mal, wie viel Zuckerstaub brauche ich, damit ich hier alles jückens freischalte? Du brauchst 140 Zuckerstangen. Was? 140? So viele? Wie soll ich denn sowas machen? Das ist ja eine Frechheit. Ja, da musst du wohl ein bisschen suchen, mein Freund. Leute, komm, ich zeige euch jetzt, wer die beste Route findet. Let's go, 140, oh mein Gott. So Leute, ihr habt auch keine Lust, einfach die Zuckerstangen überall zu suchen oder ihr wisst nicht genau, wo ihr suchen sollt und ihr müsst nämlich von diesen Zuckerstangen 140 Zuckerstangen finden, damit ihr alle Secrets freischaltet. Ich zeige euch jetzt in diesem Video mit Paritos die beste Route, die wir jetzt rausgearbeitet haben, um ganz, ganz schnell die Zuckerstangen zu finden. Vergesst auf jeden Fall nicht, ein Abo und ein Like zu lassen, weiter coole Videos von mir und jetzt viel Spaß mit der Route für die Zuckerstangen. Let's go und viel Spaß. So Leute, welcome to a new video hier zu Wobby Life. Wir zeigen euch heute mal, wie ihr am besten so die Zuckerstangen, sag ich mal, zusammenbekommt. Wie ich gehört habe, braucht ihr 130, 140 Zuckerstangen, um alle Outfits zu bekommen. Und Paritos, habt mal eine coole, Route am Start, wo es eigentlich relativ schnell geht, alle zusammenzusammeln. Und die zeige ich euch jetzt einfach mal. Let's go. So Paritos, dann zeig mal, was du kannst. Ja, Mann! Bleib ruhig. Ein Stehmann weggekickt. Genau, Leute, also wie gesagt, Paritos mit dem Video heute dabei, weil der hat eine gute Route gefunden für, für diese Zuckerstangen. Zeig ich jetzt. Also hier rechts ist noch eine. Kannst du genau, noch die hole ich gern. Auf jeden Fall, Leute, holt auf jeden Fall so eine Ecke wie wir gerade. Auf jeden Fall mindestens Moonboots, damit ihr halt wirklich, das besser transportieren könnt. Komm mal einmal rein hier, zack. Und zu zweit geht's noch schneller. Anstatt es alleine einfach macht. Genau. Also jetzt, also am besten über den Berg da hochfahren zum Helikopter, weil eventuell hinter diesem blauen Auto, ja, hier müsste es sein. Hier ist so ein Spot. Okay, ja, das ist klar. Leute, wichtig für euch, wenn ihr eine Zuckerstange abgebt, dann spawnt die wieder an anderen Spot. Das heißt, es gibt so verschiedene Spots in Wobby Life, aber ich finde, es gibt so manche Gebiete, lohnt sich es gar nicht mehr zu suchen, weil es einfach viel zu umständlich ist. Das heißt, wir machen jetzt mal eine kurze Knack die Route und versuchen das Maximum an Zuckerstangen einmal rauszuholen. So, der Anfang war jetzt zwar nicht mehr so mit vielen Zuckerstangen, aber jetzt kommen viele. Genau, wenn man halt Glück hat, muss halt Glück haben. Ja, ist halt wirklich ein bisschen Luck. Ist halt, man weiß, wo die Spawns ungefähr sind, aber da ist eine, perfekt. Guck mal, das haben wir schon drei. Nice. Geht eigentlich schnell. Ja, genau, ich fall hin mit meinem Moonboots, Alter. So. Das müssen die auch fixen, dass man nicht hinfallen kann. Ja, das ist so krass. Es gibt manchmal bestimmte Höhen, dann geht's nicht, aber manchmal, man ist einfach zu krass hier. Genau, die hast du auch letztens gefangen. Schon, da läufst du ja immer durch und dann hast du auch hier noch eins. Hier ist der Eis. Ey, Paritos. Du bist ein richtiger Pro. Auf dieser Strecke können bis zu fünf. Glaube ich. Ich weiß, was. Also, eine, die ist noch selten am Spawn. Ja. Also, jetzt gerade haben wir vielleicht Glück. Wenn da vorne jetzt eine dritte ist, dann haben wir Glück. Ja, nice. Ist richtig cool, Paritos. Finde ich gut. Okay, hier ist keine dritte. Hier wäre nämlich in der Spot. Ja, die habe ich auch schon mal gesehen. Und hier kommt gleich noch eine, ne? Pass auf. Wow. Das war ein 180. Und hier vorne müsste auch noch mal eine sein, aber die ist auch nicht da. Die ist auch nicht da, okay. Also aber hier links kann auch noch ein Spot sein. Aber ist ja auch krass. Okay. Aber guck mal, trotzdem, kam wenige Minuten, haben wir schon hier fast, wissen nicht, fünf Zuckerstangen jetzt schon gehört oder vier. Ist doch cool. So, dann zeigt mal, wie du weiterfährst. Ihr müsst dann durch die Route abfahren. Oh, Paritos. Also am besten, jetzt fahre ich halt durch den Wald. Genau, dann gehen wir die gleich einmal ab, würde ich sagen, ne? Wenn wir an der Farm angekommen sind. Stimmt, wo? Stimmt, lol. Die spawnen neu. Die spawnen einfach, ist ja auch cool. Das ist halt das Coole hier, wenn du halt zurückfährst. Dann spawnen die in der Zeit. Ah, okay. Neu, nicht immer. Ja, das ist gut. Weil dann, also das heißt, die spawnen auch, wenn du so nur aufhebst. Also musst du nicht mal abgeben, die spawnen nur beim Aufheben sozusagen. Das ist ja auch crazy. Da ist keiner. Aber da waren die Spawns halt eben gar nicht so lang, oder? Nee, einer hängt im Auto. Okay, das ist nicht schlimm. Den kriegen wir noch frei. Okay. Genau, Paritos darf weiter seine Route auf jeden Fall, sobald ihr so ein Haus einfach wieder abgeben, gehen wir gleich mal ab, würde ich sagen, oder? Ja, wir müssen erstmal durch den Wald. Hier ist noch einer. Ja. Also. Bei dem Wald, immer auf den Bergen, am meisten gucken wir dort unten, wenn du die Strecke lang fährst, dann sind da meistens. So, hier war auch ein Spot. Genau, fahren jetzt einfach nur die Karte am besten, also sie sind meistens so auf der äußeren Linie, einfach so ein bisschen außen fahren. Und dann habt ihr sie eigentlich am Start.
Hier ist auch nochmal eine. Ja, stimmt. Ey, Paritos, du bist ja godlike, Alter. Richtig gut. Guck mal, zu zweit einer fährt, einer sagt, es geht halt wirklich, glaube ich, dreimal schneller, als wenn du das alles alleine machst. Also musst hier aufpassen. Dort ist auch eine, oder? Bin ich, ja, da unten ist auch eine. War ich jetzt nicht sicher. Doch, dort ist eine, habe ich gerade gesehen. Ich weiß was. Die ist gespawnt. Also am besten hier immer die Berge entlang fahren. Genau, genau. Ja, das ist super cool. Leute, guck mal, ihr müsst halt wirklich wie 130, 140 müssen sie sammeln. Weißt du, wie viel? 140. Ich kann nochmal testen, ob man 150 sammeln muss, aber ich glaube 140 ist das genau. Okay. Das sind genau 14 Outfits zusammen. Also manchmal glitschen die in dein Auto, passiert halt. Kannst du nichts gegen machen, aber manchmal glitschen die raus. Eins ist hier sehr versteckt. Sag ich so, das ist nämlich meistens hier beim Lamba, Jack, aber da, ja, da liegt. Doch, da ist eine, lol, ich glaube, das ist auch eine. Ey, die Route ist richtig cool. Da fährst du einmal sozusagen um den Kreis und dann hast du richtig viele zusammen. Das geht ja super schnell. Ja, cool. Dann das lass ist eine zum Beispiel im Auto, aber ja, nicht schlimm. Das ist zwar die riskante Route. Ja, ja, ist riskant, mein Freund. Wenn wir jetzt runterfallen. Machen, aber wenn man cool sein will, dann macht man nichts cool. Okay, Leute, wenn ihr cool sein wollt, macht es ein paar Tage sicher sein wie ich, dann gebt ihr einfach zwischendurch ab, müsst ihr aber nicht. Aber ich finde es immer besser. Aber wir machen es kurz für das Video, kurz für euch die Route. Die Route ist richtig geil, ey. Guck mal, wie viel wir schon haben. Ey, nicht mal gerade 5, 6 Minuten, wir haben schon richtig viele. Wow, hier ist. Ich hab die Route selber entdeckt. Ich hab nicht mal irgendwie ein Video oder so angeguckt. Ey, das ist, ja, muss einfach wirklich, das ist am äußersten. Ist ja krass, ey, mega. So finden wir halt mega viele. Ja, und die, und wenn du einfach immer wieder rumfährst, es läuft. Hier war, halt, hier war eine. Halt. Hier war eine. Ja. Lag, da liegt. Vielleicht ist sie rausgefallen. Nee, nee. Ja. Mann! Ja, sind schwer zu greifen. So, perfekt. So, dann jetzt weiter, Leute. Perfekt. Alter, die Ausbeute ist übertrieben. Hier war auch noch eine, hä? Hinten habe ich auch die schon entdeckt. Irgendwie hinten war noch eine, ne? Ja, die ist leider nicht. Manchmal spawnt die hier, alles klar. Okay. Ja, so, mega. Jetzt wieder weg, theoretisch. Ja. Aber mein Atomkraftwerk kann auch noch. Genau, da oben bei den Dingenskirchen, ne? Bei den Typen, der über die Schranke hoch und runter fährt. Und hier unten war auch noch eine, aber die ist aber doof zu erreichen hier unten. Die ist ein bisschen doof unten in den Krater. Das ist die Frage, ob das gespawnt ist und. Nein, das ist. Nee, genau. Hier, Leute, spawnt auch noch einer bei dem Wärter ungefähr. Der spawnt auch noch eine Zuckerstange. Das heißt, ihr müsst einfach hier, macht's wie wir, einfach rumfahren eine Runde. Und dann habt ihr auf jeden Fall ganz schön die ganzen Zuckerstangen zusammen. Und welche für die kommenden Videos zeigen, Leute, wie ihr. Ja, was ihr bekommt bei jeder 10. Zuckerstange. Und dann sind wir schon wieder da. So, und jetzt müssen wir hinten eine Zuckerstange noch befreien. Ja. Na, wie viel hast du jetzt, Paritos? Wie viel Zuckerstange hast du? Cool, die Zuckerstange ist schon wieder voll. Wie viel hast du jetzt? 140. Wie viel? 140. Dann gib mal 10 ab. Guck mal, bei 150 was kommt, bitte. Gib mal 10 Stück ab. Weil Paritos war schon so fleißig und hat jetzt schon das ganze Update durchgesucht und hatte schon 140 Zuckerstangen. Jetzt macht er 150 draus. Und wir mal gucken, ob bei 150 noch irgendwas kommt. Paritos, du schaffst das. Mann, die Dinger sind schwer zu greifen. Ich ja, das nicht. Ist ein bisschen schwierig, ne? Die restlichen kannst du ja dann haben. Hallo! Aua! Hallo! Was? What are you doing? Mann, ey! Zuckerstange. Ja, damit. So, hier, friss 11. Lecker. Mach daraus ein Riesending. So, wie viel hast du jetzt? 145. So, noch 4. Ja. Na, gib mal ab, mal gucken. Bin gespannt. Ich glaube, bei 130, 140 ist Schluss, glaube ich, dann. Das ist, glaube ich, zu krass. Also letztes Jahr war bei 110 Weihnachtsmännern gab es auch nichts mehr. Bei 110 Weihnachtsmännern gab es auch nichts mehr letztes Jahr. Aber das ist jetzt der letzte. Und ich habe plus 20 gemacht. Also das war 140 das Maximale. Also 140 maximal, alles klar. Ich gebe ja auch mal hier jetzt ein, zwei ab. Wir haben 12 Dinger gefunden. Ja, 12 Dinger in einer Route. Richtig nice. Ja, cool. Man kann mit der Route natürlich auch noch durch die Main Island, also durch die Oberroute. Ja, aber da... Das ist richtig, aber das, so die Route ist schon echt effektiv. Komm, ich würde sagen, wir fahren hier nochmal die Route. So, genau. Das heißt, wir starten wieder hier, Leute. Das heißt, wir gehen jetzt alles nochmal durch, nochmal. Einfach nochmal zu zeigen, dass die Route wirklich safe ist und eigentlich relativ viel bringt. Wir hatten die Zuckerstangen spawnen nicht immer, deswegen... Manchmal muss man einfach ein paar Mal fahren, aber... Ja, aber es funktioniert auf jeden Fall. Es funktioniert. So, ist sie wieder da? Ja, die ist wieder da, Leute. Das sind die, die wir vorhin auch schon im Video hatten. Perfekt. Super, kommen die nochmal einfach hier. Ey, mega gut.
Mal gucken, ob jetzt oben beim Auto die Dings ist. Die. Ja, die ist, aber die ist nicht so oft. Das ist eine seltene. Mhm. Aber ist ja egal. Guck mal, wir sind jetzt, glaube ich, in die Route. Lass es 7 Minuten gefahren sein. Dann haben die aber teilweise 10 so eine Dinger bekommen. So eine Zuckerstange. Ist schon crazy gut, ey. Das Ding ist, das Anhalten macht halt viel kaputt. Naja. Ich meine, aber immer, nein, das dann. Die ist auch wieder nicht da, okay. Hier vorne. Hier vor uns. Ja, perfekt, genau. Die habe ich auch letztes Mal gemeint. So. Das ist hier auch auf dem Berg. Da haben wir direkt schon 2 und jetzt kommt erst die große Ausbeute. Jetzt geht es richtig los. Genau, es geht wieder los hier. Also hier ist anstrengend, weil man hier viel anhalten muss. Ja, aber trotzdem, du hast ja eine gute Ausbeute. Guck mal, da ist wieder eine beim Haus. Ja, ich hab's gesehen. Oh, mega cool, ey. Peinlich, das ist die wirklich, das haben wir, die Karte. Die ist richtig gut. Zack, leider geht's dann. Komm, Leute, zockt einfach nach. Macht die Route nach wie Paritos. Und dann habt ihr, glaube ich, einfach zu viel Zeit gespart. Weil wenn ihr einfach so sinnlos rumeiert, wie ich letztes Mal, einfach immer wieder hofft, da kommt die. Also so eine Route habt, die immer wieder da ist. Ist auch ganz cool auf jeden Fall. Ich hab zum Beispiel noch nie erlebt, dass ich unter 3 hatte. Mal vorne ich schon wieder eine. Genau. Ich glaube, die ist gerade frisch gespawnt, wie es gerade aussah. So sah es gerade aus, ja, zumindest. wahrscheinlich ist jetzt erst geladen worden. Okay, cool. Aber es ist mega cool, wirklich. Also gefällt mir sehr gut. So, hier bretter ich manchmal ein bisschen durch. Ja, so, manchmal. Da ist wieder keine gespawnt. Vielleicht aber diesmal hier, obwohl die auch sehr selten ist. Ja. Sieht schlecht aus. Okay. Genau, fahren wir jetzt zurück wieder den Berg entlang. Auf jeden Fall, die ist cool. Ich meine, guck mal, du fährst einfach nur so ein, ja, die halbe Wobbly-Karte so ein bisschen hin und her. Einmal so eine Kreisroute und hast einfach eine mega Ausbeute. Das machst du ein paar Mal, bist du fertig mit dem Geheimnis. Ist doch cool. Also eins ist gerade wieder im Auto am Backen, aber ich glaube, wenn du alle aussteigen, du mal wegguckst oder so und dann... Ja. Na klar. Das rutscht dann irgendwie raus. Hier ist wieder, die ist wieder, guck mal, die ist schon wieder da. Hä? Ist ja komisch, wa? Wir haben jetzt schon 5. Ey, mega. Mal sehen, ob die beim Haus auch wieder da ist. Beste Route hier. Nice. Aber die, wir hier gerade eingesammelt haben, die war davor noch nicht da. Aber beim Haus ist wieder keine. Beim Haus ist auch keine. Ja. Leute, ihr seht schon, die Route läuft, Alter. Einfach wirklich fahren. Ihr findet die auf jeden Fall. Ja, guck mal, aber es ist super. Ey, ist schon wieder da. Oh, perfekt. Ich glaube, das ist die perfekte Route hier. Paritos, du alter Gott-Mode. So. Mal sehen, ob wir ein paar Finde vorhin in der ersten Route nicht gefunden haben. Vielleicht haben wir ja noch ein paar. Haben wir eine bisher, zwei glaube ich sogar gefunden. Nee, eine glaube ich. Ja. Nee, 2. Wann fahre ich denn hier lang? Kann man da oben? So, ist hier unten wieder? Die unten ist wieder da? Nee, die ist jetzt diesmal nicht da. Ja, also sind wahrscheinlich noch nicht so viele, die jetzt respawnen. Aber ist ja nicht schlimm, wir haben trotzdem schon viele. Also bei verschiedenen Orten ist halt wahrscheinlich dies. Und manchmal nehme ich halt auch andere Routen. Mhm. Aber auch nur, wenn ich wirklich fast keine mehr finde hier bei der Route. Ja. Okay. Weil die Route ist in meinen Augen die beste Route, die ich bisher. Ja, die macht einfach auch Sinn. Ich meine, man kennt die irgendwann in- und auswendig. Ich würde es auch mal langweilig, aber du hast es halt schnell zusammen, ne? Ja. Ah, die ist auch wieder da. Na, ja, richtig nice, Alter. Voll cool. Läuft, genau, da gucken wir mal, was für die 2. Da noch eine. Noch eine? Ja, sie ist direkt rechts. Stimmt, die hatten wir vorhin nicht, oder? Die war vorhin nicht da. Nee, die habe ich davor nicht gesehen. Die war vorhin nicht da, nee. Oh, mega, cool. Versuch mal, diese eine da rauszubekommen. Warte diese mal. Eine Zuckerstange. Ja. Ich steig auch mal aus, warte mal. Dann versuchen wir die zusammen rauszuholen. Ja, da ist sie. Passt. Okay, warte mal, jetzt einsteigen und da ist sie raus. Ach so, okay. Achso, du willst fahren. Fahr du mal. Ah? Die vielleicht nicht anpacken? Achso, der ist wieder rausgeflutscht. Okay. Ja. Leute, guckt mal unsere Zuckerstangen-Depot hier an. Richtig nice. Ja, cool. Komm, jetzt sind wir fast wieder bei der Farm, fast wieder am Anfang. Dann zählen wir mal die Ausbeute gleich mal aus. Ey, finde ich gut. Dann werde ich die Route auch ein paar Mal fahren nochmal. Und dann haue ich mir auch alle Zuckerstangen rein. Ist ja auch noch eine. Ich baue nochmal eine. Die spawnt aber auch nicht so häufig. Die ist aber neu. Ah, stimmt. Ah, ey, stimmt. Hammer. Zack. Wenn wir jetzt bei der Farm sehr viel Glück haben, könnte das eine gute Ausbeute werden. Ja, Mann. Ey, guck mal, das ist eine Mega-Ausbeute. Hammer. Das sieht nur so aus. Ich hab mal...
mehr, glaube ich, weiß ich nicht. Aber Paritas, ohne Witz, die Route ist einfach cool, ist gut. Weiß ich. Sehr gut, Paritas, vielen Dank. Wie gesagt, Davis Community da, Leute, so helfen wir uns alle gegenseitig. Das ist einfach super cool. Und die Route ist einfach extrem zeitsparend, musst du einfach mal so sagen. Die ist einfach zeitsparend. Und das keine. Ja, stimmt, die war hier von einer. Nee. Letztes Mal die gefehlt, die hinter den Farmhausen. Die war letztes Mal nicht da. Ja, vielleicht ist die jetzt, aber die ist auch selten. Die habe ich jetzt auch schon häufig gesehen. Da ist sie. Perfekt. Ja, cool. Hebt sich auf jeden Fall auf. Ey, mega. Habe ich eine Menge zum Abgeben. Yay. Jetzt haben wir noch ein Spot, wo eine sein könnte oder zwei. Ich weiß es nicht. Beim Atomkraftwerk nochmal, ne? Ja. Dort weiß ich das noch. Wir sind unten im Krater, wo es den roten Kristall gibt, ist auch so eine Zuckerstange, aber die ist halt blöd zu erreichen. Das dauert einfach zu lange. Deswegen skippen wir die einfach. Ah, da oben ist er. Ich sehe es schon. Der ist er. Alter. Ey, richtig nice. Paritas, Hammer. Cool. Genau, immer schön ordentlich fahren, aber ich finde, also klar, ist ein bisschen gefährlich, aber man kann nicht so krass schnell runterfliegen, weil man doch ziemlich viel safe auf der Straße fährt und ein bisschen am Rand der Map sozusagen. Es geht wirklich. Ja, Leute, sind wir schon wieder. Komm, gehen wir mal da ab. Wir fahren jetzt hier. Alter, mega peinlich. Ich bin voll begeistert gerade. Richtig geil. Hier ist einer rausgeflutscht. Was macht ihr denn hier? Hä? Vielleicht ist sie gespawnt? Paritas und das Auto! So, Leute, gebt mal ab. Wir haben jetzt 1, 2. Ja, stimmt, unlocked. Ja, unlocked the Rudolph Head habe ich jetzt mit 20. Was habe ich getan? Paritas? Warte mal, guck mal, wir haben jetzt 1, 2. Dann haben wir jetzt 3. 4. So, 5. Warte, ey. Warte mal. So, dann haben wir jetzt hier 5. Alter, richtig krass. 6. So, 7. Ey, richtig gut. 8. Das ist wieder 12. 9. War es von auch 12? Ja. Ja, nice. So, Leute, komm, gleich das zweite Secret freischaltet. Zack, zack. Zack. Und 30 habe ich jetzt. 30 habe ich, 30. Und Anlauf für Rudolph Shirt. Ey, cool, Leute. Funktioniert. Paritas, vielen Dank für die Route. Wenn du Bock hast, dann können wir gerne gleich nochmal die Route ein paar Mal mehr fahren, dass du alles freischalten, wenn du lustig bist. Ansonsten, Leute, lasst auf jeden Fall ein Abo da und ein Like für das Video. Teilt meinen Kanal. Schaut mal in Merch Store vorbei. Und das ist, glaube ich, die beste Route für Zuckerstangen. Wir haben jetzt gerade, dass wir eine Viertelstunde gedreht haben, so pro Route 7 bis 8 Minuten und kriegt immer 10 bis 12 Zuckerstangen. Also auf jeden Fall machbar. Mega cool. Paritas, danke für die Hilfe. Sehr gut. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wie gesagt, bleibt gesund, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und im nächsten Video zeige ich euch alle 140 Zuckerstangen, was ihr da bekommt. Und dann seht ihr das aus wie der Paritas mit den coolen Tannenbaum. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut da rein. Ciao, ciao.